Manchmal befinden sich Tiere in solch aussichtslosen Situationen, dass es unsere Pflicht wird, ihnen zu helfen. In diesem Video stellen wir dir 20 Momente vor, in denen Tiere Menschen um Hilfe baten. Wenn du mehr solcher Videos auf Wunderwelt sehen möchtest, dann abonniere doch gerne kostenlos unseren Kanal. Und jetzt viel Spaß! Einen außergewöhnlichen Tag erlebten diese Skifahrer in den Alpen. Als sie die Piste herunterfuhren, fiel ihnen plötzlich ein kleiner brauner Fleck mitten im Schnee auf. Als sie sich dann dem Ganzen näherten, sahen sie, dass es ein Pferd war, welches mitten im Eis einfach eingefroren war. Später stellte sich heraus, dass das Pferd einem Bauern entlaufen war und schlussendlich irgendwie in die Alpen lief und dann im Schnee feststeckte. Die Skifahrer buddelten daraufhin eine riesige Schneise, sodass das Pferd wieder nach unten laufen konnte und schlussendlich beim Bauern landete. Rettung in letzter Sekunde gab es für diese riesige Meeresschildkröte. Durch riesigen Zufall wurde sie in der Nähe des Hafenbeckens gefunden. Denn genau das kann passieren, wenn Meeresschildkröten in Fischernetze geraten. Ein großes Stück des Fischernetzes landete nämlich schlussendlich in ihrem Maul und so konnte sie nur noch sehr schlecht atmen. Tierschützer holten sie dann aus dem Wasser heraus und brachten sie erst einmal zur Untersuchung ans Land. Insgesamt dauerte der kleine Eingriff rund 10 Minuten. Nach und nach gelang es ihnen nämlich dann zum Glück, das große Stück der Fischerleine aus ihrem Maul zu entfernen. Und schlussendlich konnte die Schildkröte wieder befreit zurück ins Meer schwimmen. After taking her measurements, we were able to release her back into the water to swim freely again. Rettung in allerletzter Sekunde gab es für diese Elchkuh. Vermutlich beim Stöbern geriet sie auf den zugefrorenen See und brach dann in das Eis ein. Dort kämpfte sie bereits seit mehreren Stunden ums Überleben. Durch Zufall wurde sie von einem Helikopter entdeckt, der gerade einen kleinen Rundflug machte. Danach flog dann ein weiterer Helikopter los, um zu der Unglücksstelle zu kommen. Drei Männer versuchten dann mit all ihrer Kraft die Elchkuh irgendwie aus dem Wasser zu bekommen. Sie legten dann nach und nach die Seile um die Läufe der Elchkuh. Stück für Stück konnten sie sie dann aus dem Wasser ziehen. Und somit haben diese Männer der Elchkuh definitiv das Leben gerettet. Beim Spaziergang mit seinen Eltern bemerkte dieser kleine Junge etwas Außergewöhnliches, denn der Schwan war mit seinem Gefieder einfach im Eis eingefroren. Der kleine Junge ging daraufhin ganz vorsichtig auf die Eisfläche, legte sich hin und holte einen Stock. Mit dem Stock schaffte er es dann vorsichtig, das Gefieder nach und nach vom Eis zu lösen und so konnte der Schwan am Ende zurück ins Wasser schwimmen. Mutige Touristen gab es definitiv an diesem Strand und zudem sollten sie an einem schönen Sommertag auch noch zu Lebensrettern werden. Ein Hai war wohl kurz zuvor in eine riesige Fischerleine geraten und hatte dementsprechend noch einiges an Fischerleine in seinen Kiemen hängen. Die Touristen schafften es dann vorsichtig, den Hai zu fixieren und nach die Fischerleine zu entfernen. Schlussendlich konnte dann der Hai wieder zurück ins Meer schwimmen. Nicht nur Fische oder wie eben Haie geraten immer wieder in Fischerleine, sondern natürlich auch Vögel, so wie dieser kleine Babyschwan. Er war beim Spielen in die Fischerleine geraten und konnte sich danach keinen Zentimeter mehr fortbewegen. Durch Zufall wurde er dann von mehreren Anglern entdeckt, die gerade mit ihrem kleinen Boot draußen waren. Die Angler näherten sich dann dem jungen Schwan und fixierten ihn für mehrere Minuten.
Der Schwan hatte sich so sehr mit seinem Gefieder in der Fischerleine verfangen, dass er zum Teil nur noch sehr schlecht Luft bekam. Einem der Angler gelang es dann, vorsichtig die Fischerleine nach und nach vom Gefieder zu entfernen. Schlussendlich konnte der Kleine auch dann wieder befreit in den See zurückschwimmen. Rettung in allerletzter Sekunde sollte es für diesen riesigen Hai geben, denn durch die starke Meeresströmung war er an Land gespült worden und kämpfte dort um sein Leben. Die Touristen holten immer wieder Wasser aus dem Meer, damit der Hai nicht vertrocknete. Anfangs wussten sie auch noch nicht genau, was sie denn machen sollen. Doch zwei der Touristen entschlossen sich richtigerweise, den Hai an der Schwanzflosse zu packen und ihn dann wieder in das Wasser zu ziehen. Stück für Stück gelang es ihnen und der Hai war natürlich unfassbar dankbar, dass er danach ins Meer zurückschwimmen konnte. Schildkröte hat an ihrem ganzen Panzer überall Parasiten. Durch Zufall wurde sie dann von einem Taucher entdeckt. Der Taucher entschloss sich richtigerweise dazu, die Schildkröte mitzunehmen und zu einer Auffangstation zu bringen. Nach und nach gelang es dort den Menschen dann, die Parasiten von dem Panzer der Schildkröte zu befreien und schlussendlich konnte sie dann ohne die Parasiten wieder ins Wasser schwimmen. Unglaublichen Aufnahmen entstanden in der Nähe eines kleinen indischen Dorfes. Der Elefant war in diesen riesigen Wasserschacht gefallen und kam von alleine nicht mehr heraus. Anfangs wussten die Bewohner noch nicht so genau, was sie nun tun sollen. Doch mit mehreren Seilen schafften sie es am Ende, den kleinen Elefanten aus dem Wasser zu ziehen und danach konnte er auch wieder zurück zu seiner Mutter laufen. Aufnahmen entstanden in Florida in den USA. Zwei Delfine waren in diesen Kanal geraten und kamen dementsprechend nicht mehr zurück ins Meer. Die Tierschützer überlegten sich stundenlang eine Strategie, wie sie es irgendwie schaffen könnten, die Delfine wieder zurück ins Meer zu bekommen. Am Ende entschlossen sie sich dann dazu, mit mehreren Menschen ins Wasser zu gehen und die Delfine wieder in die richtige Richtung zu treiben. Das Ganze dauerte insgesamt über 3 Stunden und immer wieder mussten sich natürlich die Leute abwechseln, um nicht zu unterkühlen. Am Ende konnten so die Delfine wieder zurück ins Meer schwimmen und die Freiheit genießen. Slowly moving up the canal as a barrier that, hey, this noisy barrier is coming your way and that's the way to get out. There's, yep, they're on the other side, at least some. They didn't stop, they didn't look back, they didn't even hesitate for a second. Once they were through, they were headed for home. It's really nice to have a good team of people from Clearwater Marine Aquarium and us at FWC. Ein Jäger entdeckte durch Zufall diesen Hirsch, der unglücklicherweise ums Leben gekommen war. Vermutlich hätte man ihm noch wenige Stunden zuvor irgendwie helfen können, denn der Hirsch war irgendwie mit seinem Geweih zwischen die beiden Bäume gekommen und dort stecken geblieben. Am Ende ist er dort elendig verendet. Und jetzt schreib uns doch gerne mal in die Kommentare, welche der heutigen Tierrettungsaktion du am unglaublichsten fandest. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass uns doch gerne einen Daumen nach oben da.